Hallo, meine Lieben. Willkommen in meinem Regenbogenzelt. Heute wollen wir eine Perikope hören aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Ich kenne ein Buch, das von Gott erzählt, von seiner Liebe, von seinen Wundern in von Jesus und seinen Freunden erzählt. Gut, dann mach es dir gemütlich und hör gut zu. Lesung aus der Apostelgeschichte. Eines Tages kam hoher Besuch nach Jerusalem, ein Minister aus Afrika. Von weit her war er angereist mit einem prächtigen Wagen, und als er in die Stadt einfuhr, blieben die Leute stehen und staunend zeigten sie auf ihn. Seht nur, der vornehme Herr in dem Wagen. Der kommt aus Afrika. Was will der denn bei uns? Sie ahnten nicht, was der fremde Minister suchte. Er hatte in seinem Land vom Gott der Juden gehört. Und nun war er gekommen, den Gott der Juden kennenzulernen und anzubeten. Er fuhr zum Tempel, stieg aus seinem Wagen und betrat den Vorhof. Aber er durfte nicht in den Tempel hineingehen. Er war kein Jude. Nur Juden war es erlaubt, in den Tempel zu gehen. Der Minister war furchtbar enttäuscht. Von so weit war er jetzt gekommen. Was sollte er denn jetzt machen? Musste er wieder nach Hause fahren? Konnte er den Gott der Juden nicht kennenlernen? Aber ich könnte mir eine Schriftrolle kaufen, dachte er sich. Vielleicht steht da was drin von Gott und dann kann ich ihn kennenlernen. Und er kaufte sich eine kostbare Schriftrolle. Auf ihr standen die Worte des Propheten Jesaja. Das ist es, was ich suche, dachte er bei sich. Und er nahm die Schriftrolle und stieg damit in seinen Wagen und machte sich auf den Heimweg. Schon lag Jerusalem weit hinter ihm und die Straße führte durch eine einsame Gegend. Aber der Minister merkte nichts davon, denn er saß in seinem Wagen, er beugte sich über seine Schriftrolle und er las laut und langsam und Wort für Wort. Er ist wie ein Schaf, das geschlachtet wird, wie ein Lamm. Der Minister schüttelte den Kopf. Ein Lamm, ein Schaf? Was hatte denn das mit Gott zu tun? Er verstand es nicht. Auf einmal sah er einen Mann an der Straße stehen. Es schien, als würde er auf ihn warten. Der Minister ließ seinen Wagen anhalten, schaute den Mann an. Und der Mann fragte ihn, verstehst du, was du da liest? Nein, sagte der Minister, wie kann ich das verstehen, wenn mir niemand hilft? Komm, setz dich zu mir und erklär mir, was da steht. Da stieg der Mann in den Wagen und setzte sich zu ihm. Es war Philippus, einer der Jünger von Jesus. Er gehörte zu den Christen. Sag mir, bat der Minister, von wem spricht der Prophet? Wer ist dieses Lamm? Da erzählte Philippus ihm alles, was er von Jesus wusste. Von seinem Leben, von dem, was er getan hatte. Und auch davon, wie er gestorben war. Wie ein Opferlamm ist er gestorben. Aber nun lebt er wieder. Und er will, dass alle Menschen
zu ihm gehören. Ich auch? Fragte der Minister. Aber wie kann das sein? Philippus sagte, lass dich taufen auf den Namen Jesus Christus. Dann gehörst du auch zu ihm. Und während sie so miteinander redeten, fuhren sie an einem Fluss vorbei. Schau, schau, da ist Wasser, sagte der Minister. Warum taufst du mich nicht gleich, jetzt? Wenn du wirklich an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus der Retter ist, der von Gott kommt, dann taufe ich dich. Ja, ich glaube es, sagte der Minister ernst. Ich glaube, dass Jesus Christus von Gott kommt, dass er der Retter ist. Und er ließ den Wagen anhalten und stieg mit Philippus ins Wasser und ließ sich taufen. Nun war es geschehen. Wie neu geboren fühlte sich der Minister, als er aus dem Wasser stieg. Und als er sich umschaute, war Philippus plötzlich nicht mehr da. Da stieg der Minister wieder in seinen Wagen und fuhr fröhlich nach Hause. Er war nach Jerusalem gereist, um Gott zu suchen. Und nun kehrte er heim und hatte Jesus gefunden. Und so kam die gute Nachricht von Jesus bis nach Äthiopien. Eine tolle Geschichte. Gut, ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Baba.